In meiner Forschung versuche ich zu verstehen, inwieweit Familienstrukturen, zum Beispiel Polygamie, Beispiel Frauenrechte, wichtig sind für wirtschaftliches Wachstum. Ich untersuche beispielsweise, ob Länder südlich der Sahara unter anderem so arm sind, weil sie Polygamie erlauben. Oder ob sich häusliche Gewalt über den Konjunkturzyklus ändert. Gibt es zum Beispiel mehr Gewalt während einer Konjunkturschwäche? Mich interessiert auf der einen Seite die wirtschaftliche Entwicklung von reichen Ländern, also zum Beispiel, wie haben sich Frauenrechte in Deutschland, in Amerika über die Jahrhunderte geändert? Und auf der anderen Seite aber auch die Situation in Entwicklungsländern heute. Beispiel HIV in Afrika, wovon Frauen besonders betroffen sind, hat das was mit wirtschaftlicher Entwicklung zu tun. Aktuell versuche ich zu verstehen, warum Südkorea solch eine niedrige Geburtenrate hat und was der Staat dagegen unternehmen könnte oder sollte. Wir versuchen diese Fragen mit fast schon naturwissenschaftlichen Methoden zu beantworten. Dies ergibt ein spannendes Zusammenspiel von Hypothesen, Modellen, Daten und neuen Erkenntnissen.